Ich bin mal wieder genuschelt gewesen und alles. Also, wir haben den Streit zwischen Vater und Sohn gesehen und dass er hier den Schuldschein eingesteckt hat. Das war mal ein einfaches Rätsel. Man muss nur römische Zahlen lesen können. Der Schuldstein. Er ist mein. Wollen wir uns noch irgendwas hier ansehen? Nö. Nur zurück in den Salon. Nee, wir haben den Schuldstein. Ich weiß nicht, warum ich immer Schuldstein sage. Hallo. Ich hab doch den Schuldschein. Hier. Nee, möchte ich gar nicht spielen. Okay, das war ein echt einfaches Spiel. Das war dafür, dass ich eigentlich nicht gut im Kartenspielen bin, war das echt leicht. Das war echt leicht. Ich brauche noch immer irgendwo Chips her. Doch, er wird mir Chips geben. Jetzt bin ich schon wieder aufgeschmissen. Das Lied der Blumen. Nur den Dämonen dabei. Was sollen wir denn tun? Du hast mir doch gar nichts angezeigt jetzt. Habe ich es übersehen? Warten wir mal. Und fragen noch mal. Ach so, ich vergesse es immer wieder. Bin so dämlich. Wir haben doch die Box immer dabei, wo wir die Dämonen befragen können. Können wir Roulette spielen?
So bescheiße ich ihn und seine Chips. Oh Gott. Darf ich 666 erreichen? Aber da ich keinen Plan von Roulette habe, ich habe eine Vermutung, wie es funktioniert, aber... Geld. Da gehen wir jetzt runter mit. Bin ich ja richtig? Also mit dem Münzgeld hier? Ja, aber hier. Musiknoten. Nadel und Faden. Achso, Nadel und Faden, den können wir gebrauchen. So nähe ich auch. Kreativ. Achso. Nein. Und ich habe es nicht rausgefunden, wie. Aber ich kann sie nur aufheben. Rechte Maus passiert gar nichts und linke Maus hebe ich sie nur auf. Komm, es steht da noch sogar drehe und bewege die Fragmente. Aber wie drehe ich sie denn? Ah, so drehe ich sie. Wir haben verstanden. Ich muss sie in der Hand haben dafür. Wir haben wieder einen Spiegel. Ach, der Projektor muss wieder geladen werden. Oh, wo finde ich denn Öl? Ihr macht es euch aber sehr simpel hier.
Spiel. Es hat sich mal gerade selbst beendet. I don't know. Beenden wir die Aufnahme. So, hier sind wir wieder hier, nachdem uns das Spiel einfach mal abgeschmiert war. Ich weiß zwar nicht, wozu ich diese Kerze brauche. Wie es aussieht, sind die Eissampen zu Noten. Was? Zu Noten gefroren. Super. Das bringt, hilft mir wenig. Oh, wir dürfen Noten anordnen. Ich habe keine Ahnung, frag mich doch nicht. So. Oh, das war jetzt nicht schwer. Ich muss ja nur Note lesen, gucken, auf welcher Reihe das ist, die spielen. Ja, das können selbst unmusikalische Leute. Gleichgewicht. Da gehört etwas hin. Die Herzen vielleicht? Ja, sie gehört da hin. Oh Gott. Bewegt die Kerzen von einer Wachsschale zur nächsten, bis sie ausbalanciert ist. Ja, das war jetzt leicht. Ich habe geraten und direkt richtig. Das war ja jetzt mal gar nicht schwer. Und jetzt endlich haben wir wieder Öl für unseren Projektor und Wasser wird gewärmt vom Laptop. Ja, ich weiß, wir haben den Projektor wieder aufgeladen. Yay! So, ich werde noch was gemacht haben. Es könnte auch sein, dass dann Boogeyman zu leise ist, weil ich immer noch die Toneinstellung von dem Spiel hier hatte. Wir können wieder zurück. Gehen zurück in die reale Welt. Das für uns vielleicht gefällt. Vielleicht. Das ging jetzt schnell. Oh, was ist das denn? Eine Aussparung. Dann wieder da eingesammelt. Blaue Kreide. Wir brauchen für blaue Kreide. Ein Mistelzweig. Hier sind so tief in den Brettern genagelt worden. Und ein Werkzeug bekomme ich da nicht wieder heraus. Ohne ein Werkzeug. Kannst du die so nicht rausziehen einfach? Guck dir mal, wie tief sie hier reingenagelt sind. Ohne ein Werkzeug. Ich habe kein Werkzeug. Ich glaube, da ist etwas hinter der Leinwand. Ja, dann lass. Wir müssen ja nicht unbedingt das Bild rausschneiden. Das Bild rausschneiden. Oh nein.
Ich kenne den Code für den Safe nicht. Ach, schlau, Mädel. Yay. Ich hab kein Werkzeug. Ah, warte, da ist noch was. Verbinde die Zahlen durch Linien, um ein Bild zu zeichnen. Soll ich dann auch bei links zoomen? Da gucken. Kannst du? Null neun. Was soll das sein? Oder D9 irgendwas. Ach so. Wir wissen den Code. Ja, wir haben's. Und wir haben die Aussparung. Oh, das ist ein, ja. Stammbaum, so nennt sich das. Genau, danke schön. Und wir haben die Medaille für die Aussparung. Wofür ist denn der Hebel? Es ist nie gut, wenn du einen Hebel findest. Oh, eine Geheimtür. Oh, sieht die Bibliothek cool aus. Kenne ich einfach eine alte Kiste auf der kaputten Scheibe, weil ich denke, es sind Puppen darauf abgebildet. Okay. Tasse. Was brauchen wir denn eine Tasse? Ich weiß. Nein, da schon. Ich wusste es. Ich kenne nämlich den Absatz. Das ist einfach so geil. Das ist so geil. Helga. Was tut denn da? Papa hat der Dämon vor etwas in seiner Hand gehalten. Der Engel dann wahrscheinlich auch. Er hat mit Sicherheit nicht das Messer gehalten. Vielleicht die Tasse? Ein Namensschild fehlt. Einmal Nase kratzen.